geht's dir? Jean-Pierre Zimmer, mein Name. Ja, Jean-Pierre Zimmer, mein Name. Guten Tag. Was haben Sie schönes mitgebracht? Heute wird gespielt. Heute wird gespielt. Oder andersrum, heute wird erstmal abgestimmt? Oder was machst du gerade? Weil andersrum. Vor 2,5 Stunden ungefähr habe ich eine WhatsApp bekommen. Ey, weil ich lese es vor. Darf ich vorlesen? Ja, klar, sicher. Aber ich finde, das macht auch die ganze Szene aus so. Schönen guten Tag, Jean-Pierre. Ich habe da ein Riesenproblem. Unser Rennwagen ist soeben erst fertig geworden und, der Leistungsprüfstand, auf den ich immer fahre, ist nicht einsatzbereit. Jetzt meine Frage, könnte ich in 2,5 bis 3 Stunden bei dir auf dem Prüfstand mit meinem Auto, meinem DTM-Auto, in dem ich morgen ins Spa-Francorchamps fahren muss? Ja. Ja. Genau, wir haben morgen Rennen. Okay. Und du weißt ja, wie es so ist. Es wird immer alles ziemlich pünktlich fertig. Das heißt, Lagerschalen, Motor, alles ist flatschneu? Flatsch. Ja, und also jetzt muss man ganz fairerweise sagen, das ist wirklich DTM-Stand damals. Stand 1990 DTM, Zylinderkopf sogar Stand DTM 92. Da sieht man, der hat noch keinen Nockenwellenversteller. Ach, hatte der auch beiden? Nein, das ist kein Nockenwellenversteller, das ist Zylinder 1 Erkennung. Okay, das ist ein großes Teil, ne? Ja, das früher war das also ein bisschen größer. Weil heute ist so ein Ding so ein Teil. Ja, wir haben ja einen Kurbelwellensensor, der ist gleich hier. Ab, ne? Ganz genau. Und das ist Zylinder 1 Erkennung, sodass wir halt nicht in den Leertakt zünden. Ja. Und wir haben endlich mal einen Flachschieber auf dem Prüfstand. Volle Pulle. Aber volle Pulle. Also das ist Flachschieber aller Güte, ne? Die fährst du nicht im Rennen, die sind nicht erlaubt? Ich könnte die fahren. Also irgendwann will ich das auch mal fahren, aber das ist eigentlich nur für Abstimmungszwecke. Was für ein Steuergerät ist das? Ja. Also ich lasse die Katze aus dem Sack, ne? Also wir fahren nicht. Musst du nicht? Ja, nein, wir fahren nicht mehr das Originalsteuergerät, eine alte Bosch-Motronik. Die ist die wie im 962, ne? Genau. Also die Kästen. Genau. Weil ich kenne Fotos aus den Autos. Dann haben die. Ja, nee, das Steuergerät sieht auch noch so aus. Ja. Nee, ist schon eine Generation neuer. Im 962, musst du dir überlegen, oder 956, ist das Teil bis hier und bis hier. Ne? Also so. So groß ist das Teil, also nochmal eine Nummer größer. Ja. Man muss nochmal ganz kurz erklären, für die Herren, die diesen Herrn nicht kennen. Dieser Mensch hat erst vor kurzem rausgefunden, dass es andere Automarken gibt als Mercedes. Nein. Also Porsche, dieses Porsche. Ja. Selbe Stadt. Ja. Wie Stuttgart. Ja. Nee, Mercedes hat ja auch mal Porsche geholfen. Ha, egal. 500, ja, komm. Egal. Ja, also das ist wirklich DTM-Einsatzstand hier. Das war klar. Und ich muss ein bisschen ablenken, ja. Also das ist ja, weißt du, die Schwächen, die überspielt man ganz gerne, ne? Nein, aber das heißt, da drin ist ein anderes Steuergerät? Ja, eine Motik. Das ist wirklich jetzt, also das ist halt aufgrund von der Händelbarkeit. Früher bist du mit einem Darab da dran gegangen, das ist so ein Bosch. Ich kenne das, der Test. Das ist eine Tastatur mit so einem. Also mit einem Kassenbon-Automat da dran. Richtig. Dann ist es aber doch dieselbe Generation, also weil es ist wirklich faszinierend. Es gibt ganz wenig Herren, die das nur noch bedienen können. Ja. Oder einen, glaube ich, wirklich nur, der damals auch im Motorsport für Bosch da zuständig war, der die Entwicklung gemacht hat. Ja. Der hat sich auch selbstständig gemacht, soweit ich weiß, und ist jetzt auf den Rennstrecken unterwegs. Das heißt, dieser Herr kommt und hat etwas, blau sind die, glaube ich, meistens, ne? Diese Dinger. Ja, also so weiß vergilbt. Genau. Hast du so einen Kasten mit so einem, mit so einer gelben Leiste oben drin, wie so ein Nokia 3210 gefühlt, aber das fährt ja schon eine gute Auflösung. So ungefähr wie die Kombi-Instrument-Anzeige da? Ja, genau so ein Ding wie die Kombi-Instrument-Anzeige. Und dann hat der da in die Tastatur gehämmert. Genau. Du erwartest nur das Geräusch von so einer Schreibmaschine. So. Ja, ganz so ist es nicht immer. Normalerweise war es sogar so, du hast mit diesem Darab, also sorry, ich habe bei mir noch nie gearbeitet, aber du hast mit dem Darab eigentlich nur gelesen und hast ganz minimale Sachen verändert. Ich glaube, so Sensorwerte, das richtige Kennfeld, Chip rauslöten oder rausziehen am Computer, was man so Computer damals nennen konnte. Dann wurde das geschrieben, wurde wie auf dem Chip gespeichert und eingebaut. So wie es früher so mit Golf 3 und sowas war. Geil. So, und bis du dann so ein Auto abgestimmt hast, da kriegst du graue Haare. Und du kriegst auch nicht mehr die ganze Sensorik. Und deswegen ist jetzt hier einfach mal eine einfache Elektronik verbaut. Ist aber erlaubt. Ja. Also nicht immer. Kommt drauf an, welche Rennserie du mitfährst. Mhm. Also es gibt Rennserien, die sehen das sehr hart. Geil. Ja. Das ist auch, ein Upgrade, ne? Ja, natürlich. Weil jetzt mal, ich weiß nicht, Federraten sagt dir ja was. So, was schätzt du, was hier für eine Federrate im McPherson-Federbein gefahren sind? Weiß ich was im Auto nicht. Also ich sag mal so, wenn du jetzt so draußen guckst, 200, 240 ist schon viel, ne? Sind damals 500er Federrate gefahren. Ja. Das ist, wenn du heute so ein Fahrwerksingenieur sowas da hinlegst, sagt er, wofür ist denn das? Für einen Sprinter? Ja. Für einen 7,5 Tonner? Ja. Auch die Stabis, wenn du hier einen Stabi siehst, da glaubst du, das ist für einen. Für 7,7. Ja, also ich glaube, der Sprinter von mir als Wohnmobil hat dünnere Stabis. Ja, dünn und dick ist nicht immer, ist nicht immer relevant. Das ist ja auch Hebelwirkung, Länge, Breite, das macht auch noch viel aus bei so einem Stabi. Dann gibt es auch noch hohle Stabis. Also es gibt wirklich die wildesten Dinge. Aber deswegen ist
das schon angepasst auf so ein bisschen moderner. Ja. Und du kriegst ja auch nicht mehr die ganzen, da war früher ein Bildsteinfahrwerk drin. Aber da ist es ganz schwer mit Teilen. Aber nochmal ganz kurz, das ist ein 190er gewesen, der wurde dort hingebaut oder das war wirklich immer ein... Nein. Also, hier steht ein Auto. Hast du die Zeit überhaupt? Ja, klar, sicher. Frage. Nein, also ich hab nicht die Zeit, aber ich nehme mir die Zeit. Okay, danke sehr. Das ist kein Original-DTM-Auto als solches. Das Chassis ist nicht original. Das kann auch nicht original sein, so wie es hier steht, weil das 90 auf Mitte 90 auf Evo 2 umgebaut wurde. Mhm. Das heißt, den gibt es nur noch als Evo 2. So, hier ist aber eine Hommage da dran an Kurtin, das Evo 1 Auto. Weil Evo 1 Autos sind eigentlich ein bisschen seltener. Aha. Hier sind aber, ich sage mal so, ich möchte schon sagen, 70-75% Originalteile. Also hier ist Chassis, wenn du hier Chassis-Nummer anguckst, ist da im Prinzip eine 1 hinter. Und alles, was du jetzt, ich sag mal so, klar, das Fahrwerk jetzt nicht, aber Abgaskrümmer, Zylinderkopf, Kurbelgehäuse, klar, Kolben tauschte wie Schieber, siehst ja die ganzen... Kolbenhemd verschleißt an so einem Kolben? Ja, volle Pulle. Und je mehr Quetschkante du fährst, desto schneller ist der Kolben am Ende. Darf ich fragen, was für eine Drehzahl der Motor macht? Heute werden wir jetzt, wenn er es noch nicht eingefahren, mal so rund 9.300 Umdrehungen. Nicht eingefahren? Nicht eingefahren. Und was ist eingefahren? Ich wollte gerade sagen, eingefahren ist eigentlich kaputt gefahren. Also wenn ich die Dinger eigentlich eingefahren hätte, die letzten Motoren haben vom Kolben her, bis sie schlecht ausgesehen haben, 300 bis 400 Kilometer gehalten. Mhm. Das heißt ein Rennwochenende. Okay, und wie viel Drehzahl kann der dann, Max? Ja, man sagt, also wir sind 9,8 sind wir schon gefahren, aber 9,8 ist wirklich, also alles, was über 9,3 ist, ist Materialmord. Und was für ein Hub ist das? Ich wollte gerade sagen, man muss überlegen, was man halt für einen Hub hat. Das ist nämlich gar nicht so kurz. Ja, das ist 97,7er Kolben vom Durchmesser, ja. Bohrung. Und jetzt pass auf. 82,8er Hub. Mhm. Ja, und Literleistung über 150 PS. Sauber. Sauber. Brutal. 1990. Brutal. Das heißt, wir sprechen hier von wie viel Leistung? 350 PS plus. Ich halte mich da immer so ein bisschen bedeckt. Ich weiß auch gar nicht, ob wir das wirklich zeigen wollen. Ich weiß gar nicht, ob wir da drum rumkommen, das zu zeigen. Du sagst mir... Wir gucken erstmal. Ich tue dir nur einen Gefallen. Ich sehe doppelte Einspritzleiste. Ja, sicher. Auch damals. Aber warum? Oder gab es damals nicht so gute Düsen? Ganz, weil du kriegst ja, das ist ja mit 4 Düsen machbar. Also ganz... Heute. Sicher? Naja, ganz einfache Geschichte. Du hast hier einen Flachschieber. Die Schieberklappe ist zu. Also wenn du ein Loch hast, läuft der Schieber ja so vor. Genau. So, jetzt spritz mal hier ein. Ja, Winkel. So, da spritzt ja der ganze Spritz, genau, der ganze Sprit spritzt ja, ja gegen den Flachschieber gegen. Ja. Und am besten willst du ja den Injektor hier verbaut haben. Das heißt, so weit wie möglich weg, damit wie du eine schöne Gemischbildung hast. Genau, am besten mittig oben über den Trichter. Ja, genau. Ja, ja. So, und das ist hier so ungefähr so bis 5000 Umdrehungen und Teillast. Und wenn das in die, Winkel. Genau, und wenn das in die Last geht, dann kommt die weit entfernte Düse, deswegen Nahdüse, Ferndüse. Und da muss man auch sagen, da sind jetzt aktuellere Düsen verbaut. Sehe ich, diese kleine Bauform. Weil das alte Zeug von damals, das ist alles fertig. Du siehst ja an der Lochbohrung auch, dass das mal für andere Düsen auch mal machbar ist. Ja. Okay, darf ich fragen, was investiert man, ich frage den Freund, wenn man jetzt so einen Motor haben wollen würde, genauso. Also ich bin in der glücklichen Lage. Ich baue das nicht für Kunden und muss das nicht wirklich mit einem spitzen Bleistift rechnen. Ich möchte das auch ehrlich gesagt gar nicht mit einem spitzen Bleistift rechnen. Weil meine Frau nämlich da vorne steht. Also es ist relativ schwierig. Ne? Also in der BMW-Szene vergleichbare Motoren, das geht so ab 60.000 Euro auf. Da fängt das an. Und das Problem ist bei diesen DTM-Motoren... Ich glaube, da hat der Freund sich schon ausgeklinkt. Genau. Bei den DTM-Motoren von Mercedes war es halt so, du kannst, beim BMW ist es ein S14-Zylinderkopf. Ja. Guck dir das an! Ja, das aber wo ist denn der S14, wo ist der denn abgeleitet von welchem Straßenauto? Ja, also ist bei schon BMW? BMW E30. Welcher Motor denn? S14? Jetzt hau mich nicht so in eine Pfanne. S14 ist der Motor aus dem BMW E30. Ja, okay, cool. Das reicht mir schon mal. Wenn du das weißt, ist schon viel. Okay, so und ein BMW S14-Zylinderkopf kannst du auf DTM-Stand bearbeiten. Das geht hier nicht. Diese Köpfe hier, die da draußen sind hoch und heilig und nur in der DTM gelaufen. Gibt es nicht auf der Straße und gibt es wirklich... Wie nah komme ich denn mit einem normalen 2,5er-Kopf daran? Ah, da streiten sich die Geister. Also da will ich auch gar nicht irgendwen auf den Schlips treten, indem ich da jetzt Leistungsangaben mache. Es gibt 8-Kanal-Köpfe, die haben im Prinzip pro Einlassventil, das sind die Straßenköpfe, pro Einlassventil ein Kanal. Ernsthaft? Ja. Separat? Ja. Also ein Kanal? Ja. Also nicht nur Beulen, sondern ein Kanal? Ja. Habe ich noch nie gesehen. Ja. Okay. Und die DTM-Köpfe, die haben schon einen gewaltigen Kanal. So, und die DTM-Köpfe, die sind alle tot. Die sind alle kaputt, die sind alle schon geschweißt. Das Material ist weich, die sind tot geplant. Und deswegen ist es immer wieder eine Herausforderung. Jedes Mal Laserschweißen, jedes Mal Beryllium-Ventilsitzringe. Du hast Riesenprobleme. Dann hau mal eine Zahl raus, was der Kollege kostet. Ich komme jetzt zu dir. Würde ich für einen Kunden niemals bauen. Nee, ich weiß.
Keine Angst, also ich will nur eine Zahl wissen. Ich komme jetzt zu dir und habe einen 2,5er Originalmotor. Vielleicht bringt dir der Block was. Muss ja das Package sehen, ne? Also du kannst ja, du brauchst dann, guck mal, Magnesiumschieber. Das kannst du so gar nicht, du kannst nirgendwo. 100 Mille? Nee, das nicht unbedingt. Du musst erstmal einen finden, der den Schieber verkaufen will. Den gibt es nicht zu kaufen. Du musst, nee, sag mal nur ähnlich. Sag mal, also es muss ja kein Originalteil sein, sondern ich will einfach nur. Also es gibt ja solche Flachschieber ja auch in... Für die anderen Köpfe. Genau. Ja gut, dann kriegst du was billiger hin. Dann fängt das sowas bei 30 an. Und dann habe ich... 25, 30 fängt sowas an. Dann bist du vielleicht, ich sag mal, 40, 50 PS maximal. Ja, er sagt 25, 30 so. Nee, ich melde mich gar nicht mal bei dir. Also das ist dann eine Hand daraus. Und du weißt, beim Sauger, die letzten 30 PS, die letzten 40, 50 PS, die sind atomar. Und das ist, ja, auch, ist aber immer bei jedem Motor. Hier verstellst du 0,2 Millimeter Hub. An den Ventilen, genau, die Steuerzeiten. Und ganz Ende. Dann, genau. Du änderst die Abgasanlage, du schiebst sie ein bisschen zusammen, du schiebst sie ein bisschen auseinander. Ernsthaft? Ist alles anders. Du schiebst die Abgasanlage? Naja, wenn du es verschieben würdest. Ja, du hast, weißt du, wie viele Krümmer es gibt? 4 in 1, 2, 4, 2, 1. Es gibt ganz viele verschiedene Varianten. Mhm. Und sagen wir mal, ein Kollege von mir, der hat einen 2-3er. Mhm. Ich kenne den Kollegen. Ja. Und der hat einen 2-3er. Und man würde so in ein cooles Paket gehen, ja, so mit Alpha N und sowas. Wie viel Leistung siehst du denn da so realistisch für welches Budget? Dann sage ich ihm das. Ja, ich sag mal so 310, 315, 320 PS. Was kostet sowas ungefähr? Ja, das, was ich gesagt habe, so 25 bis 35.000. Und wenn man jetzt so 15 ausgeben wollen würde? Die Frage ist halt immer, welche Drehzahl willst du fahren? Viel. Also eher. Ein bisschen da schon. 30. Ja, aber dann dreht er 9. Und würdest du eher sagen 2,3er geil oder 2,5er geil? Weil ich habe auch viel gehört, 2,3er ist gar nicht so... Musst du dir das gleich mal anhören. Ist ein großer Unterschied zwischen 2,3er und 2,5? Vom Klang nicht, nein. Also ein 2,3er auf der Straße dreht immer freier. Der hat 80 mm Hub, der hat nicht diese 83 oder knapp 83 mm Hub. Auf der Straße, für mich gefühlt, waren 2,3er immer freier. Das, ja, war, ne, schöner, das war so. Aber dann die 185 PS ECE-Variante ohne Knatalysator. Knatalysator! Stehe ich hier Standardgas ein? Genau. Was mache ich hier? Ja, ne? Na, voll aus. Ja, genau. Oh, darf ich mal? Du, genau. Darf ich mal, darf ich mal? Das wirst du auch gleich ganz schlimm klappern hören. Ja, weil er hier Spiel hat, ne? Genau. Und dann drückt er dagegen, ja, und wenn du aus der Last rausgehst, dann rattert er wieder. Ja, auch im Stand. Weil die Luftsäule nicht so stark ist und die nicht in eine Richtung presst. Ja. Ja, komm, dann will ich gar nicht so weit stören. Ich habe jetzt genug Zeit geklaut. Wir werden aber bestimmt gleich nochmal fragen, weil wir wollen uns das Spektakel erstmal anhören. Was musst du denn machen? Du willst einfach nur einfahren, ein paar Kilometer? Nee, wir wollen einmal gucken, wo die Zündung steht. Willst du abblitzen? Nein, nee, das haben wir schon gemacht, genau. Wir fahren. Ist ja alles modern hier. Jetzt einmal 2-3 Grad weniger. Wir fahren jetzt einmal unseren Zündwinkel, der eingestellt ist, den wir auf dem stationären Leistungsprüfstand mal gefahren sind mit 2 Generationen Motor vorher. Eine Zwischenfrage wieder. Wenn dieser Motor ja so teuer ist und, ja, ich hau die Kolben durch wie nichts, ja, dann mache ich Lagerschalenkolben wieder zu? Theoretisch brauchst du fast nur die Kolben wechseln. Also du guckst dir die Lagerschalen an. Kolbenringe? Kommt drauf an, wie sie aussehen. Mhm, okay, krass. Also ich finde das immer ganz gut, wenn das eingelaufen ist. Die Kolbenringe, also wir werden jetzt auch nicht Spitzenleistung haben, weil die Kolbenringe ja noch nicht eingeschliffen sind. Ne? Richtig Spitzenleistung machst du erst, wenn das alles so sitzt. Ja. Und dann ist auch ganz kurz und das ist ja vorbei. Genau. Ja. Was kostet also das Kolben? Das ist nicht teuer. Das beginnt ab 1000 Euro. Hätte ich es gesagt. Ja. Und dann Kopfsichtung, du kannst auch Stehbolzen lassen? Wie? Nee, das sind ARP-Stehbolzen. Das die kannst du immer wieder lassen. Genau. Ne? Weil es gibt viele Originalteile, die gibt es nicht mehr. Es gibt keine Hauptlagerschrauben mehr. Es gibt viele, viele Dinge halt nicht mehr. Und ja, Kolben, wenn du einen Pankelkolben nimmst, das ist so das Maß aller Dinge. Pankelpleuel ist schon drin? Mhm. Haben die aber auch immer gehabt. Titanpleuel? Titanpleuel ist ja... Ja, haben die aber damals nie gefahren. Nein? Nein. Wegen Öl und Dauer und Verschleiß. Weiß und ich nicht. Stauchung. Ja. Na, früher, ja, war immer der Malekolben drin. Und Panke. Und Panke. Aber ist das nicht, guck mal, du bist Motorenfetischist, ich bin auch Motorenfetischist. Ja. Wenn ich höre Panke, Pleuel, Marle, Kolben, dann gib mir einer, ja, ab. Natürlich. Das alle ist, anderen Marken ist, sind, ja, cool, Carillo ist alles cool. Ja. Aber wenn ich Panke, Pleuel höre, Marle, Kolben, dann mache ich, das ist wie Louis Vuitton und Manolo, keine Ahnung, was für Marken. Genau. Das ist ernsthaft, ist wirklich so. Wie Michelin-Reifen. Ist so. So. Ne, das ist auch, hier jetzt ist ein Regenreifen drauf, weil das cool Wetter, stimmt, ja, wir hatten vorhin gerade so ein bisschen Graubeschauer und sowas auf der Fahrt hierher, dachte ich, dass das jetzt erstmal ganz gut wäre. Okay, Getriebe ist ein neueres, moderneres oder original? Wollen ich ja nicht alles verraten. Ah, das ist so geheim, seid ihr? Mhm. Okay, cool. Dann, ich habe bestimmt gleich noch Fragen. Ich höre erstmal rein. Oh,
nicht drücken. Weißt du, was ich jetzt nochmal machen würde? Aber ist das scharf geschaltet, das vorher noch ein bisschen? Es ist eigentlich deaktiviert, aber ich bin mir dann nicht 100%. Okay. Ich bin generell nicht drauf, wenn es nicht ist. Okay, okay, weiß Bescheid. Weil das gibt richtig Schaumparty. Ja, ja. Ich habe vorhin noch ein Video gesehen. Ja. Wie einer seine Treppe runterfällt und dann auf den Feuerlöscher wandelt. Ah, das hast du mir mal geschickt doch, das kenne ich. Egal, hat mir das schon mal geschickt. Der ja, fällt, ne, Tom Wutzi oder das glaube ich. Auch hierfür noch der richtig schöne Adapter hier, der da genau so reinfließt. Der hat noch nicht gefunden. Da gibt es auch nicht mehr viel Schönes zu kaufen hier. Ja, das Ding ist geil. Ja. Gut. Hab noch Finger aus dem Team. Das wollte ich jetzt nur noch mal abgleichen. Nicht, dass mir eventuell derselbe Fehler passiert ist. Die Überlegung ist auch noch, wir fahren hier ein bisschen anderes Schwungrad. Wir fahren nur 12 Zähne auf dem Schwungrad. Und ich habe gerade Angst, dass er zwischen diesen beiden Zähnen hin und her springt. Weil wir haben ja diese 12 Zähne. Und wenn der ja jetzt 360... Wie viel war denn vorher? 36 oder was war der Folge? Das ist 62 minus... 60 minus 2. Ja, genau. Genau. Und wir fahren jetzt 12 Zähne. Und wenn wir natürlich verspringen würden, würden wir 30 Grad verspringen. Mhm. Aber das ist eigentlich ausgeschlossen, weil derjenige, der jetzt im Hintergrund sich nochmal die Daten angeguckt hat, hat gesagt, du, dein Zylinder 1 Erkennungssignal ist so schön da genau drauf. Das kann eigentlich nicht passiert sein. Sonst würde das schon daneben stehen. Ja. Spannend. Ja. Können wir dir irgendwie helfen, rausnehmen lassen? Ich würde jetzt tatsächlich nochmal einen Burger bestellen und eine Pommes. Genau. 5 Grad Zündung wieder rausnehmen oder 3 Grad und gucken, ob es dann wieder mehr wird. Also wenn das jetzt passiert, dann wäre der Darm schon nicht drauf. Dann bin ich mit Latein am Ende. Schön wäre jetzt, wenn die Leistung weniger wird und wir dann nochmal in die andere Richtung gehen. Mein Gefühl war aber, dass der Lauf nicht dieses in sich fressen hat, ja. Dass du quasi hörst, wenn die Nocken wählen, wenn die übereinander stehen und du hörst, dass du da diesen extremen Motorlauf hast. Das heißt, in den Motor arbeiten. Exakt. Das war jetzt nicht fand ich. Ja. Fand ich auch. Ist tatsächlich so. Aber das ist in dem Auto, ist das ganz schwer. Hörbar. Was meinst du, laut das da drin ist? Ja. Irre. Irre. Also ohne Gehörschutz in dem Wagen. Feiern. Gut, die beiden so nicht. B36. Die so mit dem B36. Ah, ja. Verstehe ich. Ja, allein das Getriebe, Tage später noch. Das Getriebe ist die Hölle. So, ein gesamtverzahntes Getriebe ist... Ja, geil, aber geil. Ja, klar. Wir machen das seit Jahren. Wir haben noch nie Ärger bekommen. Bei unserem E36-Ding, der stand hier auf der Matte und meinte wirklich so, nein. Das ist so laut. Ja. Und das, ich rede mit allen, dann sagen die immer, was die so gehört haben. Ich mache das jetzt auch schon seit über 20 Jahren. Das habe ich mal mehr noch nicht gehört. Also das ist, du denkst dir, hält das Gebäude das aus? Das ist so laut. Wirklich nicht cool. Okay, weiter geht's. Was ganz interessant ist, Akin sagte gerade so nebenbei, boah, der Lambda-Wert ist echt perfekt. Aber wenn der Lambda-Wert so perfekt ist, das ist echt eine Frage. Dann, ist die Frage, was ist. Guck mal, krass. Kann man nur kommen gucken. Das ist Premiere. Ja. Das ist echt Premiere. Ja. Geil. Hört man drüben, ne? Ja. Aber Problems. Will ich nicht gehört haben. Okay.
schwer gewesen sein. 29? Da fehlt ja noch so viel Leistung. Wir waren ja vorhin schon bei 300. Aber das ist alles Spielerei, was wir vorher hatten. Der lief auch so bei, ja, 0,88, 0,85. Also gut. Ja. Sehr gut. Gut, aber dann jetzt nochmal 3 Grad drauf. Aber was willst du erzählen? Das erzählen, was du möchtest. Ab, ich glaube eher, dass ein Problem dort herrscht. Weil, wo möchtest du landen? 305. So, wenn du die 3 Grad hin oder her, was du jetzt machst, also ich kenne das Gefühl selbst, du willst es suchen. Nein. Aber das irgendwo ist ja, also, ist ja der Wunder. Nein, wir sind ja jetzt, haben wir die richtige Zündung. Eben habe ich weniger Zündung gefahren, weniger Leistung. Jetzt fahren wir mehr Zündung, mehr Leistung. Jetzt müssen wir mehr Zündung, bis es weniger wird und dann zurück. Nur jetzt habe ich ja die richtige. Und welcher Zündwert ist denn jetzt? Welcher Zündwert? Welchen Winkel? Plus 2 Grad. Ungefähr jetzt. Nee, wo stehen wir jetzt? Bei 26 Grad. Und normalerweise fährt so ein Ding 30, 32 Grad. Aber ich würde jetzt sagen, die fehlenden 6 Grad, die es da sind, die geben wir im Bestfall 3,40. Probieren? Ja, klar. Termin oben, wo ich hin muss, aber jetzt ist das Verhältnis zwischen der Addierung des Zündwinkels im Verhältnis zu der Mehrleistung nicht mehr so effizient. Mhm. Das heißt, jetzt kann man, er sagt, er möchte jetzt wieder rausnehmen ein bisschen, das weiß ich nicht, wie ich es tun würde. Ich glaube, ich würde maximal 1 Grad wieder zurückgehen und bei 1 Grad zurück und wieder 336 raus. Ja, vielleicht 35, aber... Wenn überhaupt, ja. Aber 2 Grad, 3 PS. Das ist ja wirklich schlimm. Ja, aber das ist ja auch jetzt echt Arsch auf einmal, ne? Jetzt ist er bei 32. 32, 32, ja. Jetzt erwachsen wir zu den 3, ja. Guck mal im Drehmoment, bitte. Die 3, Moment. Ja, Junge. Die 3 Grad haben gebracht... Ach nee, es ist... Aber es ist jetzt doch noch mal mehr geworden. Ihr habt ja gesagt, 36, ist mehr. 33. Ja, also 3 Grad, 3 PS. 3 Grad, 10 haben 3 PS. So, im Drehmoment bleibt aber stehen. Das ist ja identisch. Aber man hat am letzten Lauf wieder gemerkt, oben da ja, war er nochmal. Ja. Da war echt was los. Und der wirkte von außen am kraftvollsten, fand ich jetzt. Na, nochmal. Love for it, it's real. Yeah. 2 times for the haters, man, 'cause I know this how to.